Oh mein Gott, Freunde, die begrabbeln da eine Frau. Ist ja mal voll nicht in Ordnung, da muss ich doch gleich mal einschreiten. Matschlitz! Ey, du Pisser, du bist down, Mann. So Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed, Folge und so, ne? Na, komm schon. Ach Mann. Lass mich los, du Spasti. Mann, kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Na, tschüss, Mann. Bist du der Nächste, ja? Ja, du bist der Nächste anscheinend. Tschüss, Kumpel. Bist doch mal so richtig down. Och nein. Wollt ihr mir nicht gleich mal helfen? Na gut. Aber anscheinend machen die Partisanten alle möglichen Dinge, um mir zu helfen. Finde ich nett. Ich bin durch die Bank geslitscht. Cool. Hör mal nicht rum, du Mimose. So, Leute, dann ist hier noch ein Türmchen, einen Bürger zu retten. Oh, bald endlich fertig mit den ganzen Krams hier. Ist schon ein bisschen nervig, muss man mal so sagen. Wie gesagt, privat stört mich so ein bisschen Sidequest nicht, aber im LP ist halt einfach mal... Och, Mann, Leute, lauft doch mal einen anderen Weg. Die laufen aber auch extra in mich rein, halt das Gefühl. Vor allem die Alte immer. Bitte gebt. Ja, gebt, ihr läuft die... Nee. Man schlägt ja keine Frauen. Wo es mittlerweile ganz viele Frauen gibt, die einfach selbst schlagen. Aber wenn man sich denn wehrt, nein, Dennis hat ganz, ganz böse. Da kann ich eine Frau 3 Kilometer... Da gibt es so ein Video, war so ein Skandal in Amerika, habe ich von einer Weile mal gehört von. Was war hier am Boden? Bin nämlich schon mal mit Linzerten ist so. Nee. Da hat eine Frau einen Mann verfolgt und die ganze Zeit ihn irgendwie angegriffen. Und irgendwann wehrt er sich natürlich, so eine ganz normale Reaktion, die man eigentlich erwarten würde. Ja, und der Mann hat dafür den Stress bekommen. Und ich dachte, ist klar, ja. Ganz bestimmt. Du bist der Erste. So, wer ist der Nächste hier, ja? Ey, stehen wir zu viel im Rücken, Jungs. Halt's Maul, Mann. Tschüss mal, hier durch die Blume geschlitzt. Sag's mir durch die Blume, Kumpel. So, der pisst sich da gleich ein. Du bist down, Kumpel. Stehen so viele hinter mir. Wow, tschüss, Mann. Nein, nicht hinter mir stehen. Tschüss, Kumpel. Ey, ich will den nicht. Tschüss, Kumpel. Oh, wie viele sind denn das hier, Alter? Tschüss, Kumpel, du bist down. Alter, wie viele sind denn das noch hier? Lass mich los, du Schwuchtel. Touch deine Alte, aber nicht mich. Und der Nächste. Ah, der hat auch gleich Bock hier. Mal ein bisschen dezimieren, die Gegneranzahl ist ja mal nervig. Komm, los, komm zu Papa. Lass los, du Schwuchtel. Und nein, ich habe nichts gegen Schwule. Das ist einfach nur, weil mich nervt hat Gegrabbel. Ah, der Nächste, Kumpel, hier. Oh, da ist ja schon wieder einer. Wo kommt der denn alle her jetzt her? Das ist doch ein Nest von euch. Mann, du bist down hier und auf dich habe ich hier auch keinen Bock mehr. Verpiss dich. Kleiner Spassi. Aua, jetzt kontert der mich. Kumpf, pass auf, Kumpel, das kann ich auch. So, endlich Ruhe hier. Ja, ja, du bist den gefallen. Zurückzahlen, das ist aber wunderschön für dich. So, dann gucken wir mal hier, Aussichtspunkt. Ja, das weiß ich auch nicht, ne? So, in die Richtung Musik unterwegs. Darf ich wieder die Kamera drehen? Das hat immer so lange gedauert. Das stört mich alle ein wenig. Der Fluss im Spiel ist irgendwie mal leicht gestört, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ja, diese Alte rennt doch gerade selber. Pff, aber die darf das. Frauen dürfen immer alle. Ja, ja, so läuft das. Das ist der typische Klassiker. Das ist aber auch immer mal lustig irgendwie. Ich kenne ganz viele Frauen, die sind so... Ja, Emanzipationsfrauen würde man sagen, die sind so auf die Gleichberechtigung der Frau. Emanzipationsfrauen jetzt nicht mit dem Synonym gleichgesetzt als Mannsweib. Was zum Teufel war das gerade? Sondern einfach nur so als Gleichberechtigung. Kann ich auch verstehen, dass die Frauen Gleichberechtigung wollen, sind ja genauso
gleichwertige Menschen wie die Männer, also warum nicht, ne? Ich hab da nichts gegen prinzipiell. Aber wenn man dann auf anderen Seiten wieder Vorteile genießt oder so, denke ich mir so, ja gut, man will die Nachteile nicht haben, aber die Vorteile trotzdem behalten. Das ist natürlich, dann bräuchten wir bald eine E-Frau-Zipation quasi, also die Gleichberechtigung des Mannes. Ja. So, wo ist denn der Kackturm? Ja, so da oben. Für ganz Blinde, weil ich schon ja zu viel am Schwafeln. Sorry, Leute, aber ich drifte gerne mal in sowas ab. Ich mag ja die sozialkritische Schiene. Kennt er ja. Nee, das stört mich schon ein bisschen manchmal. Wenn die Frauen zum Beispiel bessere Noten kriegen, weil sie den Männern, den männlichen Lehrern schöne Augen machen. Würde ich das bei einer weiblichen Lehrerin machen, würde man mich als kranken Perversling und Old Ladies Man irgendwie geoutet haben, wird irgendwie auch ein bisschen creepy wäre. Boah, die würde halt nicht funktionieren, weil Frauen nicht auf so eine Schiene anspringen. Frauen sind etwas, ja, sagen wir mal, hormonkontrollierter in dem Punkt. Whoopi! Also, würde ich sagen, ja, Mission hat dann den letzten... Oh nein, noch ein Bürger? Och, komm schon. I don't want these! Ih, er frisst dann seine Hände rum. Er frisst dich selbst, ob soll mir recht sein. Tschüss, Kumpel. So, eine Sarazen-Flagge. Ich wollte gerade sagen, steckst du mal bitte dein Schwert wieder ein, da kommt wieder irgendwie, hey, du hast ein Schwert draußen, du bist böse, bla 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 blub und so. Gosse. Alter, was ist das denn hier? Psychomania schlitzen. Du bist down, Kumpel. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Und der nächste und der letzte hier. Du bist down, du Spacken. Ja. Ja, du hoffst es. Ey, das würde ich immer die gleichen MP3s und das finde ich aber schade. Da kann man doch ein bisschen mehr Variabilität reinbringen. Ja. Ja, lass mich auch mal heimeilen. Oh. Schwafel nicht so viel. Ja. Das kannst du gern drohen. Da ist wieder neue, hier. Ich versteck mich, Typen und so. Der sieht genauso aus wie der andere Typ, den wir verkloppen mussten. Hm. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Mhm. Ups. Ich brauche euch mal ganz schnell. Hopp. Ich will da durch. Ich will da durch. Schnell. Ich muss dem Typen hinterher. Mann, das sind die ja wirklich mal richtig nützlich. Okay, ich lasse euch durch. Wir sind Priester. Niemand greift die Kirche. Die Kirche hat ja damals viel Einfluss gehabt. Fast genauso viel wie der Adel. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Langsam mal wächst raus hier, muss nur mal ein bisschen reagieren. Autsch. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Ja. Weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ah, viel Glück. Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Och Mann. Der arme Mann, der kann doch nichts dafür. Und da sehe ich gerade ein Fleckchen, das nehme ich mal einfach schon mal mit, wenn ich schon mal hier bin.
Yo, Glitchy Slitchy wieder mal. Coole Sache. Ja, per Flappen, so geht's ja auch. So, hier mein Fleckchen einge... ist ja gut. Hör mal nicht rum, du Mutti. Scher dich davon, bla bla blub und so. Na, was kochst du hier für ein Süppchen? Dollarschen, ah, genau. Hm, erzähl weiter von zu Hause. So, Freunde, damit haben wir eigentlich fast alles entdeckt, was soweit geht. Ich habe jetzt keine Mission mehr übrig. Kann doch nicht sein. Es fehlt doch noch eine Informationsmission. Eine Sache fehlt noch. Aber wir haben ja auch noch einen Ausguckspunkt übrig. So, ich werde mal gleich hochklettern, weil ich muss sowieso nach oben. Komme ich hier hoch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Okay, gut, dann halt nicht. Darf ich hier durch, liebe Männer? Danke. Ich darf hier durch, das ist aber schön. Das finde ich äußerst freundlich von euch. So. Ja, ja. Oh, ist ja gut. Wisst ihr was? Hier, frisst das und krepier doch einfach. Das ist, glaube ich, die neueste Taktik für Bogenschützen. Einfach umbringen. Ja, ja. Einfach niederstrecken. Nur, du genauso. Hier, frisst einfach mein Messer und geh einfach krepieren. Sie können bestimmten Gangstern Wurfmesser stehlen. Ah, sie erkennen diese an den Lederkapuzen und Messern an ihren Gürteln. Ach, dazu sind die komischen Typen da, die man immer hier unterwegs sieht. Ah, I see. Ist ja das erste Mal, dass ich jetzt meine Wurfmesser einfach so weit aufgebaut habe. Von daher höre ich das gerade zum ersten Mal. Interesting. Wo ist denn der Ausguckspunkt? Da oben. Ja, ich muss da mal rüber. Ich muss da mal rüber. Und grabbeln. Schön. Fein gemacht. Christenkeks. Sweet. So. Vogel, hau ab da. Ey. Mhm. Komm schon. Häng dich doch mal daran. Er poppt die Wand. Jedenfalls so, sieht so aus irgendwie. Komm, spring doch einfach auf da. Danke. Mann. Das Steuerung manchmal, ne? Muss man schon sagen. Und er guckt da voll gegen Richtung Mauer. Da ist überhaupt nichts zu sehen, Kumpel. Da hast du nicht viel gewonnen. Aber gut. Was soll's, ne? So, ich sehe immer noch keine Mission. Was zum Teufel? Ich hab doch aber alles gemacht jetzt, ne? Ah, doch. Okay, gut. Alle Aussichtspunkte im Nobelviertel von Damaskus erklommen. Wunderschön. So, Leute, hier direkt nebenan. Haus, Informanten, Herausforderung, Flaggen. Ach, das wieder mal. Ja gut, ist aber nicht schlimm. Das mache ich doch gern. So, genau der hier, oder wie? Nee, nicht der hier. Hä? Bei wem? Hallo? Nee, du auch nicht? Nö. Nö, 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 nö. Ich laufe gerade weiter weg. Das steht ja alle rum hier. Ihr macht mir Angst. Ach, drinne. Ah, so, ja, das macht Sinn irgendwie. Och, Mann, ey, komm. Darf ich mich nicht einfach entschuldigen und dann ist gut? Och, Menno. Mann, Alter, anstatt einfach ein bisschen schneller in den scheiß Drecksheuhaufen zu gehen. Nee, da rennt er da 10-mal rum wie so ein Volldepp. Jau, genau, spring da voll rein und hol dir noch mehr Leute rein. Ach, Alter, ihr, manchmal bist du schon so ein bisschen derby-derb. Oh, jetzt sind ja ganz viele, Alter. Ich muss ja ganz schnell weg hier. Och, Mann, komm schon. Ich bin doch schon weg gewesen. Ach, Leute, Leute, Leute. Dead Game. Was für ein Ding? Hast du mich gerade beleidigt? Nee, denke ich nicht. Kapitän, du bist ganz leicht angerempelt. Ich hätte mir einfach entschuldigen können. So, alles wieder easy going hier. Mann, 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 Mann. Aber vielleicht stelle ich mir einfach nur ungeschickt an teilweise. Kann ich mir auch vorstellen. So, wo ist jetzt der Eingang hier? So. Du da? Ach, da ist er. Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Ja. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Oh. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Hm. Dass ich hier mal den Leibassi spielen muss. Ein von 20. Wo geht's weiter?
schwer zu sagen. Ich denke mal draußen, oder? Hier ist ein Fleckchen. Er wird sich noch verletzen. Ah, guck mal hier. Hä? Habe ich die gerade da nicht eingesammelt? Doch. So, einmal und da ist noch eine. Na, hab der Flemmen, der Zöppen, der Twebben. So, hier ist noch eine. Wo ist die nächste? Ihr dürft hier nicht passieren. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Da scheiße ich jetzt aber gerade ehrlich drauf. Da unten. Was steht ihr da herum? Danke, die lassen mich durch. Das ist aber freundlich. So. Alle eine sammelt wieder in der Hälfte der Zeit. Die ist schon ein bisschen... Zwei Minuten hätten gereicht. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. No problem, Bro. So, Nachforschung beendet. So. Wir sind fertig im Nobelviertel. Wir haben alles gemacht. Alle Menschen gerettet. Alle Sachen erklommen. Alle Missionen gemacht. Und einfach nur just emotional. Es gibt anscheinend immer wirklich nur ein Büro. Ich dachte jetzt, hier könnte ja irgendein zweites sein. Aber nein. Es gibt nur eins. Und da ich jetzt echt keinen Bock habe hinzulaufen, Freunde, werde ich es folgendermaßen machen. Ich werde jetzt den Part beenden, das Spiel kurz neu starten. Und dann weiß ich ja, dass ich wieder hier bin. Ja, 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 trolololo. Dann, oder kann man hier hinreisen irgendwie? Ja, zum Büroleiter zurück. Ja, würde ich gerne, aber ich darf anscheinend nicht. Schade eigentlich. Na gut, ich könnte auch laufen ausgehen. Ist vielleicht leichter, als das Spiel neu zu starten. Aber ihr müsst den Weg denn nicht mitsehen, Leute, weil wir haben wieder die üblichen 20 Minuten auf Uhr. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht nochmal ein Wurfmesser mopsen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil die könnten wir ja vielleicht für die Assassinierungsmission danach so irgendwie gebrauchen. Ne? Das ist ja ganz gut möglich. Also würde ich sagen, ja. Guck mal, kann ich nicht so was machen hier? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Och, Mano. Da ist wieder so ein Kack-Psycho. So, ich laufe einfach. Ah, da sind die Partisanen wieder. Die helfen mir gleich wieder. Und ich setze mich wieder auf meine übliche Bank hier. Die ist nämlich schön, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann beim Büro. Ja, ansonsten, wieder macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Ich war artig.